Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den Neuzugängen aus dem Juni. Und es sind tatsächlich nur 10 Bücher geworden. Ja, ich bin mächtig stolz auf mich. Das gefühlt wirklich so die letzten ja, knapp 1,5 Wochen kein Buch bei mir eingezogen ist. Ich wirklich im Urlaub gar nicht irgendwie den Drang hatte, nach Hörbüchern zu schauen oder E-Books und auch noch so die ein, zwei Neuerscheinungen, die für Ende Juni angekündigt waren. Dachte ich, ach naja, die kannst du dir auch im Juli holen. Ja, es sind 10 Bücher geworden. Es sind 7 haptische Bücher und 3 E-Books. Tatsächlich kein Hörbuch ist bei mir eingezogen. Da hatte ich auch noch ein bisschen mehr auf dem Sub. Das hat sich jetzt aber ganz gut abgebaut und ich kann schon ein bisschen spoilern, dass meine Challenge in diesem Monat funktioniert hat. Ich habe mehr gelesen, als ich mir angeschafft habe. Aber so die Zahlen genau dann dazu, dann natürlich im Büchermonat. Ja, 7 zu 3 ist nicht ganz so das, wie ich mir das ja immer so ein bisschen vornehme, aber ich will ja gar nicht zu streng mit mir sein. Ich finde es ja schon gut, dass irgendeine meiner 2, 3 Challenges für den Monat so ein bisschen eingehalten wurden. Ich packe alle Bücher unten in die Infobox. Ich verlinke euch auch ja, die Thalia-Seiten dazu und ja, mache auch eine Markierung, was gegebenenfalls ein Rezensionsexemplar ist. Sollte ich es hier dann im Video irgendwie mal vergessen, ja, wenn wir dabei sind. Das erste Buch ist ein Mängelexemplar, was ich bei der Thalia gekauft habe. Da gab es eine Aktion, ich glaube 3 für 2 oder 4 für 3. Auf jeden Fall hat mich dieses Buch angesprochen und nachdem es uns dann in der Gruppe sozusagen ein Buch noch gefehlt hat, habe ich gedacht, okay, dann nehme ich es auch mit. Und zwar ist es das Karussell der verlorenen Träume von Juliet Blackwell. Ein wunderschönes Cover, wie ich finde, mutet auch ein bisschen historisch an und ja, das hat mich tatsächlich auch angesprochen und es heißt so schön, manchmal braucht es Zeit, um Träume wahr werden zu lassen und da ist definitiv etwas dran. Ja, wir treffen die Fotografin Katie, die Karusselle liebt, seit sie als Kind ja, darauf ihre Runden gedreht hat, doch die Hoffnungen und Träume von damals hat sie längst aufgegeben. Dann gibt es einen Auftrag in Frankreich. Und er kommt ja auch gerade recht, um sich abzulenken und in Paris fotografiert sie all die wunderschönen alten Karussells. Doch Katie hat noch eine andere Mission. Sie besitzt eine alte Karussellfigur von rätselhafter Herkunft und mit dem charmanten Jean-Paul möchte sie dem Geheimnis um die Figur auf den Grund gehen. Und ja, die Suche führt sie zu einem herrschaftlichen Château in der Provence, dessen dicke Mauern einst Zeugen eines dramatischen Schicksals wurden. Klingt auf jeden Fall richtig, richtig schön. Wir werden nach Frankreich reisen und ich finde, es klingt nach einem perfekten Buch jetzt für Juli, August, um da einfach in diese Stadt ja, der Liebe und ja auch das Land, die Provence, dann zu reisen. Hat mir gefallen, hat mich angesprochen und dementsprechend ja. Mängelexemplar kann man hier fast tatsächlich schon ein bisschen sagen. Hier ist tatsächlich ein relativ großer Riss im Cover, also groß, ne, die Ecke. Aber sonst sieht das Buch relativ gut aus und ja, freue ich mich aufs Lesen. Das nächste ist ein E-Book, was mir von NetGalley zur Verfügung gestellt wurde, nämlich das Karussell der verlorenen Rezepte von Hisashi Kashiwa. Ich hoffe, man spricht es so aus, ist Buch 1 von 1. Ich gehe jetzt davon aus, dass das ja, eine Reihe wird, nämlich die Food Detectives von Kyoto. Ja, es ist ein Bestseller aus Japan, der herzerwärmend, tröstlich und voller Lebensweisheiten sein soll. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich dieses japanische Buch ja, als Rezensionsexemplar erhalten habe. Hat knapp 250 Seiten. Und es soll charmant, unterhaltsam, rührend und viel japanischen Flair haben. Nagare und seine 20-jährige Tochter Koishi betreiben ein kleines Restaurant in Kyoto, das Kamogawa Café. Kaum jemand kennt das Lokal, doch wer es dringend braucht, der findet es. Neben den traditionellen Köstlichkeiten der japanischen Küche bieten Nagare und Koishi ihren Gästen nämlich einen besonderen Service an. Sie kochen Gerichte nach, die man irgendwann einmal gegessen hat und deren Rezept man nicht kennt. Mit detektivischem Spürsinn finden sie heraus, wie die verstorbene Ehefrau ihre Udon-Nudelsuppe kochte, beschwören die verschüttete Erinnerung an eine große Liebe herauf oder schenken mit dem Geschmack eines Kindheitsessen Trost. Und das klingt richtig, richtig schön, weil ich glaube, wir haben alle ja, Gerichte, die uns ja, an die Oma, an die Urgroßeltern, an die Eltern oder wem auch immer erinnern, wo man sich immer fragt, Mensch,
Warum hat zum Beispiel der Spinat meiner Uroma immer anders geschmeckt als heute? Warum kriege ich das nicht hin, ihn so abzuschmecken, dass er genauso schmeckt? Genauso geht es nämlich mir. Und jetzt ist das natürlich was ganz Banales, aber diese Erinnerung und das mit Essen zu verknüpfen, das finde ich klingt richtig, richtig schön. Und ja, auf dieses E-Book freue ich mich sehr. Und ich bin ja gerne auch in der japanischen Literatur unterwegs. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, was mich erwartet. Dann ist ein E-Book bei mir eingezogen, von dem eine Freundin mir erzählt hat, dass sie es gerne lesen würde. Und wir waren da zusammen in der Buchhandlung und da hat sie gesagt, oh, guck mal, das klingt richtig cool, so ein bisschen Jugendfeeling. Und dann hat mir eine andere Freundin, als wir irgendwie auch über Bücher sprachen, erzählt, dass das jetzt eines ihrer Jahreshighlights ist. Und zwar Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabriele Zevin. Ich habe davor das Cover, glaube ich, schon ein, zweimal gesehen, dann so im Nachgang ein bisschen mitgekriegt, okay, es scheint doch recht gehypt zu sein. Und dann ist das E-Book bei mir eingezogen. Und meine Freundin und ich werden es auf jeden Fall, ich denke, irgendwie vielleicht im Juli oder August, dann auch gemeinsam lesen. Und ich freue mich da schon. Es hat ein bisschen was über 560 Seiten. Aber das sollte sich auch ganz gut einteilen lassen. Und es hat auch verschiedenste Preise. Es hat das Time Magazine, es ist das Buch des Jahres. Bei Amazon USA war es das Buch im letzten Jahr. Auch bei Apple hat es die Auszeichnung aus dem letzten Jahr. Es ist auch bei Goodreads das Buch des Jahres 2022 geworden. Und mal sehen, ob es auch für meine Freundin und oder mich dann irgendwie ein Jahreshighlight sein wird. Ja, Mitte der 90er Jahre in Massachusetts an einer U-Bahn-Station trifft Sadie, hochbegabte Informatikstudentin und angehende Designerin von Computerspielen, ihren früheren Super Mario-Partner Sam wieder. Und ich, wie man weiß, bin ein großer Sam und Sam-Fan. Die beiden beginnen gemeinsam an einem Spiel zu arbeiten und schnell zeigt sich, dass sie nicht nur auf freundschaftlicher, sondern auch auf kreativer Ebene ein gutes Team sind. Doch als ihr erstes gemeinsames Computerspiel zum Hit wird, brechen sich Rivalitäten Bahn, die ihre Verbundenheit zu bedrohen scheinen. Ein jahrzehnteumspannender Roman über Popkultur und Kreativität, Wagnis und Scheitern, über Verlust und über die Magie der Freundschaft. Ja, wir sind in den 90ern unterwegs und das freut mich richtig, richtig, weil ich glaube, dass das ja ist ja das Jahrzehnt meiner Jugend und ich kann mich gut an Super Mario erinnern, an die ersten Computerspiele, an Tetris auf dem Game Boy und was wir da für Stunden verbracht haben, dann an den ersten ja, Amigas, PCs sozusagen, Spiele zu spielen und dann eben weiter, als die ersten Windows-PCs 95 irgendwie rauskamen. Ich kann mich da noch so richtig, richtig gut dran erinnern und ja, ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe, dass die 90er gut eingefangen wird und ja, Popkultur einfangen klingt auf jeden Fall richtig gut und ich freue mich da sehr drauf, das dann auch zu lesen. Das nächste Buch ist ein kleiner Manga, den habe ich bei der lieben Becky entdeckt und zwar über Stitch. Ja, und zwar von Yumi Tsukirino. Wurde jetzt im Juni auch schon gelesen und ich bin ein großer Fan der Filme rund um Lilo und Stitch. Wir treffen hier ja den kleinen Alien, der auf der Flucht ist, dann irgendwann auf der Erde landet und dann eben bei Lilo und ihrer ja, zerbrochenen Familie ankommt auf Hawaii und dort das Leben total durcheinander bringt. Und ich mag diese kleine Figur wahnsinnig gerne. Ich habe jetzt Lilo und Stitch, ich glaube, in den letzten 2 Jahren 3 oder 4 Mal tatsächlich geguckt. Er ist früher irgendwie mal an mir vorbeigegangen, bis Becky ständig geschwärmt hat. Und Stitch ist ja auch einer ihrer absoluten Lieblingscharaktere im Disney-Universum. Und dem kann ich mich auch nur anschließen. Eine so süße Figur und so viel Liebe, die dieser Film mitbringt. Und ja, als sie dann eben gesagt hat, es gibt hier einen Manga, ja, konnte ich nicht widerstehen. Habe ihn mir auch geholt mit 7,50 auch absolut preislich in Ordnung. Ich glaube sogar günstiger als das Original, wenn ich das richtig gesehen habe oder das Englisch übersetzte. Und ja, man darf nicht vergessen, einen Manga liest man rückwärts. Da werde ich im Büchermonat noch ein bisschen was dazu sagen. Wir sind hier aber zu Beginn tatsächlich nicht auf Hawaii, sondern wir sind unterwegs auf Okinawa, auf einer japanischen Insel. Und dort trifft eben Stitch dann die kleine Yuna und auch ihre Großmutter und so den Alltag und sind da eben eher dort ein bisschen unterwegs. Wir haben aber noch einen zweiten Part, der dann auch wieder bei Lilo sozusagen spielt auf Hawaii. Und ja, ich war einfach neugierig, habe schon ewig keine Manga mehr gelesen, war jetzt ja doch mal so in den Comic-Versuchen irgendwie mit drin. Aber ja, das kleine Büchlein musste einfach mit, da konnte ich einfach nicht Nein sagen.
Das nächste ist ein Buch rund um achtsames Hundetraining von Jesse Sternberg, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich vermute, es ist ein Amerikaner oder ein Engländer. Würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Mich hat das Cover total angesprochen. Ja, es ist echt kitschig, es ist echt bunt und man fragt sich jetzt wahrscheinlich, wie ernsthaft kann dieses Buch irgendwie sein, aber mich hat einfach so die Buchbeschreibung angesprochen und so war ich wirklich sehr erfreut, als das E-Book bei mir eingezogen ist. Ja, ach, es ist ein kanadischer Achtsamkeitslehrer. Nichts mit Amerika oder England, aber gut. Wir haben einen kanadischen Achtsamkeitslehrer, der eben Achtsamkeitstechniken mit Tierpsychologie und Meditation verbindet. Finde ich super, super spannend. Also wirklich dieses Psychologische mit dem Achtsamen und dann Meditation spricht mich sehr an. So werden du und dein Hund ruhig und friedlich und meistens meistern jede brenzlige Situation. Ängste, Neurosen und Aggressionen werden durch nonverbale Kommunikation zu Einklang. Du baust Empathie und Vertrauen auf und bist als entspannter Alpha der treue Freund deines Hundes. Und ja, Weasley und ich und wir haben noch so ein, zwei Baustellen, die sich definitiv schon verbessert haben, aber so jetzt richtig dieser Durchbruch, dass wir sagen, es ist keine Baustelle mehr, ist noch nicht ganz. Und da hilft gefühlt auch das 500. YouTube-Video nichts und auch unser Hundetrainer, der dann sagt, ja, das muss man eben einfach immer weiter festigen. Und ich verspreche mir jetzt nicht ein Allheilmittel aus einem Buch. Also das muss ganz klar sein. Aber ich wünsche mir einfach mal so wieder neuen, anderen Impuls. Und ich mag es, dass hier mit Achtsamkeit gespielt wird, mit Meditation, mit dieser Ruheausstrahlung, weil das schon etwas ist, wo ich zum Beispiel bei Weasley merke, dass Ruhe oder dass in der Ruhe wirklich die Kraft liegt. Und dass, wenn er eben aufgebracht ist, ich mich möglichst nicht aufbringen lasse, sondern wirklich in die Ruhe gehe, in die Entspannung gehe, ins Atmen gehe. Und ich glaube, dass das wirklich ein gutes Buch ist, was natürlich nur so bedingt etwas für meinen Hund ist, sondern eher für mich. Und für mich dann als Alpha, das ist ganz schwierige Begrifflichkeit, aber aber ich bin da gespannt. Ich habe es nicht geschafft, im Juni reinzulesen. Ich wollte tatsächlich dann auch im Urlaub nicht irgendwas Lehrreiches lesen, aber ich habe es mir schon auf jeden Fall dann auch für den Juli vorgenommen. Ja, und das waren sie jetzt sozusagen die E-Books. Jetzt kommen wir zu den haptischen Büchern, die noch weiter hier liegen. Und jetzt kommen wir zu einem total gehypten Buch, schon vor Erscheinen, was mir gar nicht klar war, dass es so gehypt ist. Nämlich Fourth Wing von Rebecca Yarros. Flammengeküsst ist der Auftakt einer Reihe. Der zweite Teil ist jetzt, glaube ich, auch irgendwann für den Herbst-Winter schon angekündigt. Und ich bin einfach nach der Arbeit in meinen Thalia. Da lag noch ein guter Stapel von, ich weiß nicht, 8 oder 10 Büchern. Allerdings auch einen Tag vor Erscheinungstermin. Das war mir aber gar nicht so bewusst. Und ja, ich habe es tatsächlich mit dieser wunderschönen, Verzierung sozusagen bekommen. Und man muss auch sagen, es sieht von innen wirklich traumhaft aus mit diesem Drachenauge. Und ja, also ich hatte es auf dem Schirm bestimmt schon, über ein halbes Jahr. Es geht um Drachen und ich habe mir es ein bisschen High-Fantasy-mäßiger vorgestellt, zumindest so vom Klappentext. Wir sind nämlich hier an einer Art Schule, an einer Akademie und wir begleiten, ich weiß gar nicht, steht jetzt hier Basquiat. Genau, wir begleiten Violet nach Basquiat oder sind in Basquiat an diese Schule und sie soll eben auch Drachenreiterin werden, wie auch ihre Mutter, die eine hoch angesehene Politikerin auch in diesem Land ist. Und diese Schule, ja, aber da kann sich eigentlich jeder auch umbringen und wird auch gar keine Rücksicht genommen bei den Aufgaben. Und das Ende ist dann eben, dass es jedem übrig gebliebenen Schüler sozusagen dann eben auch einen Reiter wird und einen Drachen bindet. Und ich habe mir das ein bisschen erwachsener vorgestellt, weil ich glaube, es hieß auch irgendwo mal, dass Violet um die 18, 19, 20 irgendwie ist. Und es ist aber schon definitiv mehr Jugendfantasy. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe es auch schon gelesen. Ich habe es wirklich innerhalb von einer Woche dann auch verschlungen. Und es wäre, glaube ich, nicht auf der Wunschliste gelandet, wenn ich diesen einen Kommentar gelesen hätte von
Der, die dieses Grave-Buch geschrieben hat, hier, Tracy Wolff, Unwiderstehliches Abenteuer trifft epische Liebesgeschichte. Und ich glaube, das hätte mich, wenn ich das irgendwie wahrgenommen hätte, so ein bisschen abgeschreckt, weil ich ja eigentlich, weil ich möchte ja eine Drachengeschichte und nicht irgendeine Romance-Geschichte. Es hält sich aber tatsächlich im Grenzen. Also natürlich gibt es irgendwie Romance und es gibt ein bisschen Drama, aber wir haben hier eine Protagonistin, die definitiv schon anders ist als in vielen anderen Jugendbüchern. Ich möchte gar nicht so viel zum Inhalt sagen, der kommt dann im Büchermonat. Aber ja, ich war sehr happy, dass ich das Buch mit diesem wunderschönen Buchschnitt ergattert habe, gerade als ich dann mitbekommen habe, wie ausverkauft das war und auch schon Vorerscheinungstermin und manche auch, selbst wenn sie das vorbestellt hatten, dann nicht die erste Auflage bekommen haben. Und das tat mir dann so richtig leid, weil ich so dachte, ich habe diesen Hype gar nicht mitgekriegt. Und ja, aber ich freue mich, denn ich werde da auf jeden Fall weiterlesen und ich denke, der erste Teil wird dann stellvertretend, ach, wie schön das auch echt aussieht, stellvertretend auf jeden Fall im Regal bleiben. Das kann ich vielleicht schon verraten. Ja, aber das so manchmal zu gehypten Büchern, die man kauft, gar nicht weiß, dass sie schon gehypt sind und ja, man den Hype vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, diesen Überhype, aber trotzdem auch begeistert sein kann. Dann haben wir eine kleine, ich glaube, Rebuy-Bestellung getätigt, weil wir, ich glaube, von irgendwas einem dritten Band und von einer anderen Reihe einen fünften Band gebraucht haben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich habe auch noch drei Bücher und ja, so ist dann die Rebuy-Bestellung zustande gekommen. Und zwar Hausboot, Lotte, Kater, Emma und ich von Nicola Eisenschink. Das ist aus dieser Eden-Sehnsuchtsorte-Reihe der fünfte Band. Habe ich ja mal solche und solche Erfahrungen gemacht mit den Büchern. Und es heißt ja so schön, Neustart auf dem Hausboot, eine wahre Geschichte. Mit Anfang 50 endet Nicolas Ehe für sie sehr plötzlich. Doch anstatt über den Verlust zu verzweifeln, sieht die lebensfrohe Hamburgerin ihn als Chance und verwirklicht sich den lang gehegten Traum von einem Hausboot. Voller Tatendrang baut sich ihre neue Existenz auf dem Wasser auf und erkennt schon im ersten Winter, das Leben auf einem Hausboot ist kein Zuckerschlecken. Zum Glück wird mit Hilfe ihrer schnurrenden Gefährten und jeder Menge alter sowie neuer Freunde sogar das größte Hindernis zum Abenteuer. So verfolgt Nicola trotz aller Zweifel ihren ungewöhnlichen Weg und findet schließlich auf der Lotte nicht nur ihr großes Glück, sondern auch Stück für Stück zu sich selbst zurück. Ich mag diese Reihe sehr gerne, ich mag die Ansätze sehr gerne. Nicht jedes Buch hat mich komplett begeistert, aber ich verspreche mir hier auch einfach so eine mutige, tolle, selbstbewusste Geschichte und freue mich da definitiv auch sehr aufs Lesen. Dann hat mich irgendwer angefixt mit Die Lieder der Erde von Elsbeth Cooper. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wo ich dieses Buch gesehen hatte. Nur wer die Lieder der Erde hört, kann das Geheimnis der Magie ergründen. Es soll ein atemberaubendes Epos sein, einer der größten Fantasy-Romane unserer Zeit. Ja, es sieht definitiv schon gelesen aus. Es gab es, glaube ich, auch nur im Zustand gut. Dafür finde ich es absolut in Ordnung. Es ist ein Wälzer, man klappt ihn auf. Es ist logisch, dass hier was knickt, aber sonst sieht es wirklich gut aus. Also war tatsächlich auch nicht teuer. Und ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ob es auf YouTube war oder auf Bookstagram oder wo mir das Buch über den Weg gelaufen ist, aber es hat mich sehr angesprochen. Denn ein Hexer muss sterben. Darüber lässt das heilige Buch von Eador keinen Zweifel. Grausam verfolgt die Kirche all diejenigen, die bei der Ausübung von Magie erwischt werden. Doch dann geschieht das Unfassbare. Der junge Gaia, eben noch auf seiner Verurteilung als Hexer wartend, kann mit Hilfe eines mysteriösen Fremden fliehen. Auf der weiten Reise zu den Westinseln erfährt Gair, dass er eine besondere Gabe besitzt. Er kann den magischen Schleier, der die Welt vor dem Chaos und der Zerstörung dämonischer Wesen bewahrt, weben. Gairs unbekannter Retter entpuppt sich als Hüter des Schleiers und als Lehrer an der Akademie, an der Gair lernen wird, seine Gabe zu nutzen. Doch viel zu früh werden auch Gairs Feinde auf ihn aufmerksam und treffen ihn dort, wo er am verletzlichsten ist. Bei seiner ersten großen Liebe, der charismatischen Aisha. Als der Schleier zu zerreißen droht und ein unerbittlicher Kampf zwischen den Welten entbrennt, trifft Gair eine schicksalshafte Entscheidung. Und ich finde, das klingt so, so, so spannend und toll. Und es klingt wirklich nach einem Epos und etwas Großem. Und wir haben Magie und ach, ich freue mich drauf. Bin so, so, so gespannt und
ja, vielleicht finde ich irgendwo mal wieder, wo ich den Tipp irgendwie gelesen hatte. Das nächste Buch ist eine Empfehlung einer Zuschauerin, und zwar Der Weitseher von Robin Hood. Ich weiß gar nicht mehr, unter welchem 3-Bücher-D-Video das geschrieben wurde. Auf jeden Fall ging es da auch, ich glaube, um Autoren, die ich immer blind kaufe. Bilde ich mir ein, oder die Bücher, die ich am häufigsten gelesen habe, ich bin mir nicht mehr sicher. Und da kam der Tipp von Robin Hood. Und auf meine Nachfrage, welches Buch oder welche Reihe denn da empfehlenswert wäre, wurde eben die Reihe rund um den Weitseher erzählt. Ich glaube, die Reihe heißt tatsächlich anders. Den Weitseher, international um Fitz, den Weitseher. Genau, es gibt eine Trilogie. Und das ist auf jeden Fall der erste Band, ist auch schon relativ alt. The Farseer Assassin's Apprentice hat er eigentlich als Untertitel. Auf jeden Fall wurde das dann empfohlen. Und bei Rebuy war es, ich glaube, unter 3 Euro. Und auch hier haben wir natürlich ein bisschen den gebogenen Buchrücken. Finde ich aber einfach bei einem dicken Buch nicht schlimm, weil wie soll man es lesen? Also ich bin auch selbst nicht der vorsichtigste Leser. Von daher stört mich das nicht. Und für den Preis war das auch absolut in Ordnung. Ist mein erstes Buch von Robin Hood und sie ist eine der Großen der modernen Fantasy, sagt zumindest The Times. Ein Held, den man nie vergisst. Als der junge Fitz an den Hof gebracht wird, wartet ein schweres Schicksal auf ihn. Er ist der Bastardsohn des Kronprinzen. Seine bloße Existenz ist ein Skandal und seine verborgene Gabe der Weitsicht fielen ein Dorn im Auge. Einzig der alte König erkennt seine wahren Fähigkeiten und macht Fitz zu einem Werkzeug. Denn das Königreich der 6 Provinzen ist in großer Gefahr und nur die magischen Weitseher können dem Verderben trotzen. Klingt episch, klingt nach toller Fantasy, klingt einfach großartig und ich bin sehr gespannt, ob mich Robin Hood hier begeistern kann. Bin auf jeden Fall sehr dankbar für den Tipp und den Austausch auch in den Kommentaren. Habe mich da wirklich sehr gefreut, irgendwie so ein bisschen was Neues zu entdecken. Also immer wenn natürlich ihr auch Tipps habt, wo ihr sagt, Mensch Steffi, wenn dir Buch X gefällt, gefällt dir auch Buch Y oder schau dir mal Autor, Autorin ZY an, dann immer gerne. Ne? Dafür sind dann auch die Kommentare da. Und ich bin sehr gespannt und freue mich da definitiv aufs Lesen. Und das letzte Buch ist dann ebenfalls ein Rezensionsexemplar, wo ich auch sehr happy war. Denn neben Drachen, die eingezogen sind, High Fantasy, durften auch Vampire natürlich nicht fehlen. Nämlich mit Vampyria, der Hof der Finsternis von Victor Dixon. Und wer muss da nicht an Daryl Dixon denken? Alle heben die Hand, denen dieses, ja. Manchmal hat man so Namen. Ich habe auch jetzt, ich weiß gar nicht, irgendwie in einem Buch und da gab es auch einen Ramsay, allerdings als Nachname, nicht als Vornamen, da muss ich auch direkt an Ramsay Bolton denken. Aber ja, wurde mir vom Blanc Vallée Verlag zur Verfügung gestellt mit diesem, ja, ich würde sagen, okayen Buchschnitt. Also der Buchname sozusagen mit so Blutflecken finde ich jetzt nicht ganz so spektakulär. Ich finde es ganz schön, dass hier die Broschüre genutzt wurde. Ich bin kein großer Fan von Broschüre, aber sie wurde hier zumindest genutzt, um den Hof der Finsternis vorzustellen. Ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Broschüre einfach leer ist. Ne? Und hier sieht man alle drei Bücher. Es wird also auch eine Trilogie sein. Und ich finde die alle drei richtig, richtig schön. Ja, also wir haben jetzt den Hof der Finsternis, dann kommt der Hof der Wunder und dann auch noch der Hof der Stürme. Und es ist ein Fantasy-Erfolg aus Frankreich. Hier hinten steht gar nicht so viel drauf, außer traust du dich, mich zu lieben? Ich bin keine Adlige, ich träume nicht von Bällen, sondern von Blut. Vom Blut des Königs. Willkommen in der Welt vom Vampyria. Große Gefühle, blutige Gefahren und dramatische Geheimnisse erwarten dich am glanzvollen Hof von Versailles. Und als großer Ludwig des 14. Ja, Sonnenkönig, von dem ich einiges an Biografien und Dokumentationen gelesen und gesehen habe, hat es mich natürlich direkt nach Versailles gezogen. Denn wir treffen auf Jeanne, die ihr Leben verlieren wird. Denn genau das ist ihre Bestimmung. Aller einfachen Sterblichen im Reich Magna Vampyria, über das seit 300 Jahren der untote Sonnenkönig Ludwig der 14. herrscht. Da haben wir's. Während der Vampiradel sich am Hof der Finsternis in Versailles der Dekadenz, der Prunksucht und dem Blutrausch hingibt, müssen einfache Menschen wie Jeanne ihr Blut als Steuer abgeben. Doch eine schreckliche Tragödie, bei der ihre gesamte Familie grausam getötet wird, sorgt dafür, dass ausgerechnet Jeanne für die junge Adlige Diane de Gaste Frisch
ich spreche kein Französisch, gehalten und nach Versailles gebracht wird. An der Schule des großen Marschalls soll sie zusammen mit den Töchtern und Söhnen der angesehensten Familien von Magna Vampyria unterrichtet werden, bevor sie offiziell am Hof debütieren, meine Güte, darf. Wo bin ich? Jetzt habe ich den Faden verloren. Vorausgesetzt! Jean überlebt die gefährlichen Prüfungen und die Missgunst ihrer Mitschüler. Um ihre Tarnung zu wahren, darf sie niemandem vertrauen, auch nicht Tristan, dem Schwarm aller Schülerinnen, der ein rätselhaftes Interesse an Diane hat. Doch ob er auch Jean Freudelack lieben wird? Ja, also es hat so gewisse, ja, wie soll ich sagen, Fourth Wings Vibes. Wir haben hier natürlich auch wieder eine Akademie, allerdings am Hofe des Sonnenkönigs. Und ich hoffe, dass es mit dem Adel ein bisschen vordergründig bleibt, dass wir auch ein bisschen was von Ludwig dem 14. erleben und wir wirklich einfach geile Vampire haben. Und bitte nicht irgendwas, was glitzert oder in diese Richtung geht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es wirkt natürlich auch wieder so ein Hauch jugendlicher, als ich es mir wahrscheinlich gewünscht hätte, bin aber dennoch einfach super gespannt, was dieser erste Band zu bieten hat. Optisch auf jeden Fall wunderschön, also das muss man wirklich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut und auch die anderen zwei Bücher, wenn ich mir anschaue, gefallen mir sehr, sehr, sehr gut und ich hoffe einfach, dass es genug Vampir ist, nicht ganz so viel Romanze und wirklich auch so ein bisschen Vampir und Blut und Grausamkeit und Intrigen am Hof hier dabei sein werden. Ich glaube, dann kann mir dieses Buch auch richtig, richtig gut gefallen. Und man merkt so ein bisschen, das Thema Akademie, Schulen ist so ein bisschen wieder da. Ne? Also man merkt schon, dass sehr viele Klappentexte sich auf diese Akademien, Schulen, Internate stürzt. Das scheint so seit 2-3 Jahren auch wieder so ein bisschen ein Trend zu sein. Finde ich immer ganz spannend, wo diese Ideen aufkommen und dass gefühlt sehr viele gleichzeitig ja diese Muse sozusagen haben, dass es doch jetzt Zeit wird für so eine Geschichte. Insofern es nicht von Verlagen irgendwo sogar so gelenkt wird. Ja, ich kann nicht schlecht beurteilen, ob da vielleicht auch so gewisse Vorgaben sind oder Hinweise von Verlagen. Ach, wir würden jetzt gern jenes und dieses Thema irgendwie vorwärts bringen. Weiß man natürlich nicht, aber ich freue mich drauf. Und das waren sie jetzt, die 10 Neuzugänge aus dem Juni. Noch gar nicht so viel davon gelesen. Theoretisch ja nur Stitch und Forswing. Ja, aber das ist ja gar nicht weiter schlimm. Es kommen jetzt ja noch genügend Monate, wo wir die Bücher lesen können. Dafür sind andere Bücher gelesen worden. Theoretisch gab es auch 2 Neuzugänge aus der Bücherei, aber da es ja keine echten Neuzugänge sind, muss ich sie jetzt hier ja gar nicht aufführen. Die tauchen dann im Büchermonat auf. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt, ob ihr eins der Bücher kennt, ob ihr vielleicht hier auch schwärmen wollt für die Bücher, die bei mir dank Schwärmerei auch eingezogen sind. Und was euch vielleicht oder welches Buch euch jetzt hier vielleicht auch angesprochen und interessiert hätte. Und ja, ich bin zudem auch neugierig, welche Bücher sind bei euch eingezogen? Was war vielleicht auch euer Highlight-Buch im Juni, aus dem Juni? Sehr gerne in die Kommentare und ja, alle Bücher unten in der Infobox, wenn ihr da was sucht, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.